Hallo und herzlich willkommen zu Rudolf Plays. Heute spielen wir wieder No Man's Sky im Permadeath-Modus. Ja, was haben wir denn heute? Heute haben wir den 15. Okay, da habe ich jetzt schon knapp 2 Wochen nicht mehr gespielt. Schauen wir mal. Wo sind wir denn hier überhaupt? Waren wir hier schon mal? Wahrscheinlich schon. Sehe ich da etwa ein anderes Suchs-Upgrade? Schlagen wir doch mal direkt zu. Das wird ja bedeuten, dass wir hier noch nicht waren. Gucken wir doch einfach mal, wo wir sind. Im 44. System sind wir. Okay. Was machen wir hier? Warum sind wir hier? Hallo? Sind wir hier schon drin? Nee, dann gehen wir doch auch mal noch hin. Okay, gibt's Items zum Abfahren? Da wollen wir doch mal. Vielleicht ist ja was Gutes dabei. Beschädigter Container. Weg mit dem Schrott. Natrium. Ich habe ein bisschen am Ton rumgespielt. Ich hoffe, dass er nicht zu schlecht ist. Also am Mikrofonton. Das kann man auch durchsuchen. Okay. Ist ja schon mal ganz gut, wenn man das kann. Ansonsten noch irgendwo was? Nee. Oh, hier ist jetzt eine Tischdecke auf dem Tisch. Okay, in No Man's Sky gibt es jetzt Tischdecken. Was haben wir hier noch im Angebot? Ach, das ist unsere. Ja, das wird jetzt gewesen. So, hier wird mal was angezeigt. Wahrscheinlich sind wir dort letztes Mal stehen geblieben. Dass wir hier mit dem Kartografen sprechen sollen, ne? Schauen wir doch einfach mal. Gucken wir mal, was er noch für uns hat. Der Missionsagent. Missionen durchsuchen. Räuber eliminieren, das können wir auf die Reihe. Das machen wir auch mal nebenbei. Ach, für die 96 noch nicht, quäle ich mich doch nicht durch. Mission einreichen. Okay, da gibt es noch ein bisschen was. Weggehen. So, dann waren wir hier schon mal. Jetzt auch eine Tischdecke. Schauen. Der sieht ja mal etwas rot aus. Na, hast du was für uns? Ja. Ionitz. So, dann gucken wir mal. Natrium. Ob Hyperkern. Ja, unser Antrieb ist aber voll, also das können wir noch rüber machen. So. Und noch. Das können wir auch noch ein Hochleistungsinventar tun. So, jetzt die Mission. Technologie aufgeladen.
Die Mission, das war ohne Protokoll. Das muss es gewesen sein, genau. Hallo Freundin, Karten machen Handel von viele hier. Nach der Geschichte Gegenfragen. Okay. So, da muss ich ja auch irgendwas machen. Missionstafel lokalisiert. Okay, da gucken wir mal, was wir für die Gig tun können. Missionen durchsuchen. Planetares Depot überfallen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir sagen sollten. Aber sieht so aus, als müssten wir das. Finde und zerstöre die Depots. Eingehende Frequenz, Apollo. Es tut mir leid, dass ich mich so spät noch melde oder so früh. Ich kenne die Tageszeit in deiner Welt nicht und das ist kst, Problem, nicht wahr? Apollo bricht mitten im Satz ab, sein Herz wird kamesinrot. Okay, fragen wo er ist. Er hat mich gefunden. So er dich gefunden hat. Ich kann meine Beine nicht spüren. Es ist seltsam. Ich bin noch hier drin. Verstehst du das nicht? Er lässt mich nicht gehen. Er hat mich gesehen. Puh. Er hat mir Dinge gezeigt. Der Atlas hat mir meine Seele gezeigt. Die Zahlen in ihr. Manchmal denke ich an meine Vergangenheit, meine Zukunft. Manchmal... Ich tue das, was alle im Universum tun, das weiß ich. Ich habe ein Verlangen, glücklich zu sein. Geld, Tag für Tag, Befehle befolgen, das ist die Antwort. Oder sagen, dass du es nicht weißt. Apollo stellt mich an. Als ob er mich zum ersten Mal sehe. Letztendlich spricht er voller Leidenschaft, voller... Okay, was auch immer. Kommunikation beenden. Soll man ja noch Depots überfallen? Ach, wir könnten uns auch mal für Quecksilber was kaufen. Ach, da ist leer. Ist nicht schlecht. Die irgendwas an der Grafik gemacht. Die ist irgendwie so gut. Ich hab an der Grafik gemacht. Ah ja, ich hab einen neuen Treiber installiert. Und hat das Problem gelöst dann? Sind die nicht schon direkt aggro auf mich? Tun wir mal hier. Schon mal gleich nachladen. Aue. Naja, bis jetzt sind sie ja noch schön ruhig. Und jetzt? Die Wasserstoffgelee. Sauerstoffkapsel, Antimateriegehäuse.
Bei dir steht da Kohlenstoff. Da hängen doch so viele Kisten rum. Fortschrittlicher Ionenakku. Oh, die Schrift ist viel kleiner hier von den scannten Sachen. Jetzt scannt man eine Runde. Innen scheint ein Tierchen zu sein. Das tun wir doch auch mal kurz. Ach, guck mal, da ist es. Auch ein Tierchen. Vorstehender Sturm, oder? Naja, also. So, dann gucken wir mal, dass wir hier die richtige Mission anwählen. Jawohl. Sieht gut aus. Und noch das im Inventar. Mehr oder weniger, ne? Nur ein Stern für ein Depot. Ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja, ja. Ist dann unser Schiff abgeblieben. Ah ja. Und hier. Du. Ich muss doch wohl nicht auf dumme Gedanken kommen, mich anspringen wollen. Oh, doch. Boots. So, das langt doch jetzt mal hier. Das
sei denn, ich sehe hier noch was. Dann erwischt der Kampfläufer, hm? Schön nett. Sinken, oder? Hier sind die Kleinen. Sind jetzt kaputt. Der Kampfläufer. Den sehe ich nicht. Kein Kampfläufer zu sehen. Ach, das ist so eine verlassene Fabrik, okay. Ist jetzt besser als vorher. Hm, das ist so eine kleinere Siedlung. So, die Wächter verfolgen uns nicht mehr. Das wäre dann schon mal gut. Haben wir dann alles bekommen? Uran, Kohlenstoff, so viel. Natrium, weg. Ugnium, Ferritstaub. Uiuiuiui. Schauen wir doch mal, also eine Antimaterie, dann eine Warpzelle. Machen wir schon mal eben Platz frei. Fracht, so, das kommt weg, das kommt weg. Platin, Gold. Aronium. Tun wir alles in das Raumschiff zum Verkaufen. Raumschiff. Kein Platz mehr. Kaufen wir hier mal ein paar Sachen aus dem Raumschiff. Raumschiff-Inventar. Lemium, Stickstoff, den brauche ich auch nicht. Aronium, Pucknium. So. Ins Raumschiff. Gefällt mir das. So, der Lord, den kann man nochmal was abgeben. Ja, Mission einreichen.
Hoffentlich hat sich der Ruf jetzt verbessert. Eins. Reicht das? Hoffen wir das mal. Noch was für die Gag machen. Durchsuchen. Chromatisches Metall sammeln. Ja, das kriegen wir hin. Haben wir gemacht. Müssen wir bestimmt gleich an irgendein Depot fliegen. Da ist doch. Die Entdeckungen. Bin ich jetzt da oder da? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Verfallener nuklearer Planet. Gammawurzel, Kupfer, Uran und Silber. So, wärmer. Jetzt kann man da dein chromatisches Metall geben. Kommt hier irgendwas Tolles? Oh, tatsächlich. Da kommt doch was. Ein Esse-Entdecker. C-Shuttle-C-Jäger. So, mal hier. Ein Gebäude. Das ist unser Schiff. Ein S-Entdecker, also der landet, wäre ich dabei. Ja, das da ist. So, mal gucken, was wir zum Intausch machen. Das ist einer, tatsächlich. So, was haben wir dann hier? An Schiffen. Anderes Raumschiff rufen. Hier noch ein S-Shuttle. Völlig leer wäre. Na, das wäre doch was zum Intauschen, mein Guter, ha? Ja, was der Gender davon? Preis verhandeln. Ich würde sagen, machen wir doch 19 plus 19. Ah, komm. So, 19 plus 5 Entdecker. Ja.
Mit Entdecker kann ich nämlich mehr anfangen. Ein S-Shuttle, ah ja, das ist wahrscheinlich meins, ne? Ja, der steht jetzt da, ne? Genau. E-Shuttle. C-Shuttle. Haben wir einen Decker gekauft. Fliegt da noch rum. C und ein B-Transporter. Gut, nichts für uns. Wir reisen weiter. Hier kommt noch was. Was ist es denn? Ah. Speichern und weiter. Kriegen wir das auch hin? Senkrecht nach oben. Und wieder hier zurück zur Station. Ach, die wollen mich heute hier auf der Arm. Die heulen mich heute hier wirklich auf der Arm. Mir nicht schon bei den Gag hier den höchsten Ruf erreicht. Schauen wir mal. Wenn er sich jetzt gibt, hier Missionen einreichen. Gibt ja schließlich ein paar noch nicht. Reicht das jetzt, hm? Hallo? Protokoll. Okay. Jetzt du nochmal. Yeah. Das sieht gut aus. Kehr zum Kartografen zurück. Ach, Geschichte der Gag-Fragen. Geschichte? Warum sollte ich interessieren? Okay. Ah, mein Freund, du hast dich mit Viking-Kriegern unterhalten. Ja, sie hassen die Gag. Sie ziehen uns in den Schmutz. Sie könnten uns unsere Vergangenheit nicht verzeihen. Doch keine Sorge, alles ist gut. Es herrscht Frieden. Fragen, ob sich die Gag schuldig fühlen. Warum beharrst du darauf? Gag wollen unheilen, kein Groll. Gag haben sich geändert. Fragen, warum? Musst du das wissen? Okay. Nach dem Atlas fragen. Verstehst du nicht, siehst du es nicht. Es gab nie ein Ende. Atmen. Sonst der ich binste und befinde ich mit sich auf einem auf Baralon der Heimatwelt der Geek. Ich stehe jetzt im Zentrum des erstgebrüteten Imperiums und erlebe Ereignisse, die vor langer Zeit passiert sind. Kartograf Alve steht neben mir, das Gesicht voller Tränen. Ich sehe versklavte Korvaks, die von Gag Leichtgrund zu Gag Leichtgrund gehen. Bei jedem Grund schneiden sie sich in ihren eigenen Anzug, Nanithaufen fallen heraus, direkt in die Flüssigkeit der embryonalen Gag. Ich verstehe, jetzt verstehe ich, der Fall der Gag, ihre Wandlung zum Atlas, die Freilassung der Korvaks, es war eine Wiedergutmachung, es war eine Revolution.
Hunderte Korvaks opferten ihre Unsterblichkeit und vermischten ihre Nanithaufen mit den ungeborenen Gek. Die Gek wurden nicht plötzlich gut, sie wurden zu Korvaks, zumindest teilweise. Ihre von Sklaven geänderten Gek-Gehirne änderten das Gemüt. Zum ersten und zum letzten Mal hat sich die Korvax-Konvergenz am Schmerz der Unterdrückung erfreut. Gehen. Als ich gehe, ja, Gek haben Korvax freigelassen, weil ihre Biologie verändert wurde. Es gab keine spirituelle Revolution, keine Erlösung. Es war ein Schalter im Gehirn, eine Veränderung des genetischen Codes. Ich denke an die Simulation von Nala, an den für Artemis Seele bestimmten Himmel. Es war eine falsche Realität, voller willkürlicher und unsichtbarer Regeln. Wo ist der Unterschied zum Leben? Okay. Hoppala. Sprich mit Null. Ich spreche jetzt mal mit meinem Frachter, würde ich sagen. Okay, komm nur her. So, oh, da kommen wir. Na, das will man ja gleich sehen, mein Guter. Schon noch gesagt, das will man gleich sehen. Oh, das ist ja mein Schiff. Nicht kein Schiff. Oh. So, Jan, sind wir mal da und haben Geschenke mitgebracht. Hallo. Mitgebracht. Fehlt da etwa noch ein Modul? Und hier auch. Ist ja unglaublich. Ah, der Entdecker ist noch nicht angekommen. Wahrscheinlich erst, wenn wir den Frachter nochmal rufen. So, haben wir euch auf Mission geschickt? Ja. Da wollen wir doch mal. Keiner beschädigt, sehr gut. Units, Beginnbildnis, Irdesit, Units, Quarantine, Units, Irdesit, Units, an die Materie, Wirbelwürfel, Units, Expedition beenden. Keiner verletzt, keiner beschädigt. Units. Wir erreichten eine schnelle Änderung der Leuchtkraft, leicht blinkenden Codesequenz. Übersetzung leitet 16. Okay. Units, Kryopumpe, Expedition beenden. Unseltener Gegenstand. Butterdistelpollen. 2000 noch was Jahre. Okay. Nachbesprechung. 49 Spezies. Units. Okay. Beutelgift. Units. Halbleiter. Units. Expedition beenden. Und ausgegrabener Schatz. Polierten Kugeln. Ah ja. Eindringling, potenzielle Expedition ansehen. Fehlhandelsexpedition.
Tja, dann wird's eine Handelsexpedition. Was ist das denn? Handelsgaleone. Ach, irgendwelche Schiffchen, die man mitschicken kann. Händlerschiff, ein Wissenschaftsschiff. Ein Industrietransporter und interstellare Korvette. Nicht genug Treibstoff. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht doch noch ein bisschen Treibstoff hier auftreiben können. Für die Jungs. Reicht doch. So, das. Gehen wir alles verkaufen. 5 Antimaterie. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Und lagern. Verkaufen, Frachtinventar. Ja, so geht das. Was soll man einer sagen, das lohnt sich hier alles nicht. Du stehst noch hier, da. Ja, salut. Potenzielle Expeditionen ansehen. Also die lange Handelsexpedition hat mal im Plan. Mit der großen Handelsgaleone und ein bisschen Wissenschaftsschiff, Industrietransporter, interstellare Korvette. Kein Unterstützer dabei. Das sieht mal ein bisschen schwach aus. Also. Der. 3 Händler haben wir nur. Ah, das ist das Problem, ne? Ich müsste ja schon 2 mitschicken, allein. Was haben wir dann noch im Angebot? Ein 17er Unterstützer hätten wir noch im Angebot. Erkunder, eine Industrie. Ja, das sieht doch gut aus. Mission starten. Dann die ausgeglichene mit einem Stern. Mission, Kampf, Unterstützung, Industrie. Ja. Noch der Kunde mit rein. Ah, das sieht doch gut aus. Auf geht's. Und noch eine Handelsexpedition, möglichst lang. Die hier, 2 Sterne, kriegen wir die hin. Handel, gucken wir mal, wie viel das sind schon. Das sind schon 2. Dann auf geht's, Männers. Das schaffen wir. Lokalisiere ein Holoterminus. Scanne mit C deine Umgebung. 1616, Also ich habe da irgendwie so eine Vorahnung. Das sollten wir doch vielleicht erst mal wegnehmen. Wie sieht's dann hier aus? Wir haben noch gebraucht einen Positronenwerfer und ein Hyperantriebmodul. Okay. Gut, dann kümmern wir uns mal dort rum. Ups. Mir braucht man Hitler dafür. Ja.
Gehen wir doch einfach mal in die Anomalie und gucken uns da mal um. P, die Weltraumanomalie, die Gag mit Null untersuchen. Gemeinschaftsforschung, alles fertig. So. Ich hab mal gesagt, braucht ein Positron und ein Hyperantriebmodul. Das wäre dann im zweiten System. Oh, hier ist ja meiner. Raumschiff von Stinger 82, grüß dich. Er hört uns wahrscheinlich nicht, ne? Hier gäbe es auch eine Community-Mission für uns. Er sitzt einfach mal da. Das Stinger 82. 5 Sturmkristalle sammeln. Aber wenn wir das nicht machen, wären wir ja selber schuld. Stinger 82 wäre nicht bereit. Aber wie sieht's aus, Stinger? Ich wäre soweit. Komm, Stinger. Was geht? Ah, hier noch einen. Nia Silva oder so. Komm, Stinger, gib Gas. Komm. Dann gehen wir mal in der Zeit hochgucken, ob hier was für uns verfügbar ist. Ein Exo-Anzugplatz vielleicht? Oh, 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 oh. Da ist ja was. Da ist ja was. Da ist ja was. Ah, ja. Ja, da kriegen wir doch tatsächlich noch was dabei. Okay. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir mal den Signalbooster umziehen. Oh, das war jetzt keine Absicht. Gut, dann ist er jetzt weg. Raffinerie, wie ist das denn jetzt gegangen? Vielleicht die dann auch nicht dahin? Ferritstaub ist leer. Ah, das ist die Sache hier. Wir haben gar keinen Ferritstaub mehr. Ah, sowas. Mal moderat das passieren. So. Ferritstaub. Okay, ja. Das wäre nicht schlecht. Schauen wir uns mal noch an, was hier für ein Multitool gibt. Platz S. Nein. So, Stinger, wie sieht's aus? Wenn du nicht mitmachen willst, müsste ich mal allein los. Mal dann hier. Vincent! Mission verlassen. Sturmkristall, der will hier gefährliche Flora eliminieren. Ja, ich hätte aber gerne Quecksilber. Komm schon. Stinger.
kann ich eigentlich ohne ihn anfangen? Mich schon mal interessieren. Warten, bis die Crew bereit ist. Ist was los heute hier? Ja, wie ist denn das jetzt mit der Mission? Passiert nichts, ne? Mission abgebrochen. Oh. Gut, dann reisen wir trotzdem ins zweite System, wenn ich mich nicht, richtig erinnere. Option, Netzwerk, Gruppe verlassen. So. Ich kann die Gruppe verlassen, nicht der Stinger. Wir haben gebraucht ein Positron, ein Hyperantriebmodul. Das gibt's im zweiten System. Das ging flott mit der Ladezeit. Ach, wir sind wir? Ne, wir sind nicht auf der richtigen Seite. Wir müssen rüber. Positron Hyperantrieb, wenn es geht. Hyperantrieb, ja. Positron. Ich will da nichts ablehnen, ich will da einfach nur die Sachen installieren. Hyperantrieb Modul S. Positron Modul S. Und damit wäre unser Raumschiff voll ausgestattet. Ja, nice. Überantriebreichweite 1531 Lichtjahre. Das ist ja nett. So, kann ich doch irgendwas in Erinnerung, dass mir da mal irgendwann aus Versehen ein bisschen Cadmium abgriffen. Da will ich mich doch gerade mal nochmal umgucken. Also,
97% Kapazität erreicht. Also, ja, also, wenn die Kapazität erreicht ist, ups. Was? 24 Minuten, bis das schon wieder voll ist. Ich will mich dann mal bedanken bei IGL für den netten Bonus. Ja, hier nennt man Gateway. So vielleicht. Ach, das hat er mal doch jetzt nicht wirklich angedeutet, dass er hier mein Geld weggemacht hat. Ist das sonst irgendwo? Kein Geld mehr da. Ist es mir möglich, eins zu bauen? Nein. Dann hänge ich erstmal fest. Da hat er gut gemacht. Tschüss. Jetzt können wir hier ziemlich rausrotzen. Sind denn das überhaupt? Ja, nice. Ach, ich kann ja nicht. Ich kann ja hier nichts mehr mitnehmen. Und da haben wir schon genug davon. 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Von mir entdeckt. Echt. Ganz kurz mal da drauf, gehen wir das Cadmium mal gerade verticken. Und uns unseren Signalbooster zurücknehmen. In den nächsten Anzug. Dankeschön. Halt tragen können wir es ja nicht alles. Ah, jetzt ist auch unser Schiff wieder. Minus 12%, ja, warum dann nicht? Ah, das lohnt sich nicht. 1 oder 2 Millionen da. Das macht der jetzt ist auch nicht so das aus. Das macht das nicht aus für uns. Ah, das hat ja keinen Sinn, dass es ein bisschen mehr wert ist. Upi. Versuchen wir es mal wieder mit dem Nexus. Oh, schade. Den hätte ich mal gerne reingebraut.
Sinn. Das ist gut. Mehr Missionen für mich. Vierfach Servo sammeln. Okay. Das ist nicht sehr schwer. Hier schon mal den Exo-Anzug Inventarplatz abgegriffen. Oh nein, oh, das ist gut. Dann kann der Atlas Pass V2 umziehen. Vierfach-Servo. Mal gucken, mal überlegen, was das war. Das war Kämpfen, wenn ich mich nicht... peinliche Wächteranlage entdeckt. Na ja, dann. Komm nur her. Nähere dich dem Zielgebäude. Warum nicht? Läuft echt gut hier. 60 FPS immer noch. Nett. Echt nett. Flora viel. Fauna reicher. Wächter unerschütterlich. Sammle 4 für 8 Stück. Peridstauber nicht gebraucht. Ah, guck mal erstmal, was hier drin ist. Oh. Hm, eine verstärkte Tür. Ich weiß, dass sie mich um Dach nicht unbedingt anspringen können. Das machen wir uns doch einfach mal zunutze. Erstmal den Kleinen hier kaputt. Der heilt hier immer. Auf den Po muss man also schießen. Ach, der heilt den wieder, ja. Jetzt will man noch Sinn. Du brauchst den auch nicht zu heilen. Ja, 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 ja. Und Multitool abkühlen lassen. Komm schon. Na also. Da hätten wir doch eins. Acht Stück soll ich da sammeln. Eieiei. Müsste ich mich ja auf die... Kampfläufer da konzentrieren. Wo sind die dann? Sure. Hier gibt es dann auch ein Geländer.
Du kriegst jetzt auf den Po. Mit Minenlaser auf den Po. Auf. Ruhe ist hier. Ich sogar noch Tiere scannen. Der steht da einfach nur verwirrt. Weg ist er. Junu? Stärkung trifft ein, oder? Ja, das will ich aber auch hoffen. Ich bin kein Kampfläufer. Ja, jetzt ist alles klar. Ja, Kampfläufer sind die Großen. Ja. Jetzt Rundlauf hier. Dann kriegst du so eine Minenlaser, was soll's? Hier Rundlauf machen willst. Wollte doch eigentlich mein Schild aufladen, hm? Tätschlander davon. Ach, der Wärmeschutz geht auch noch kaputt. Eieiei. Mama, vielleicht dort hier unser Schild noch auf. Tja. Jetzt ist es aufgeladen. Unser Kampfläufer, ach, der steht hier. Scheint gut da zu stehen. Wo sind denn die Hundis? Wie soll ich Hundis platt machen, wenn hier keine Hundis sind? Das ist mir ein Rätsel. Ja. Machen wir die Kleinen hier putt.
So. Kommt schon ein bisschen näher. Sind dann die ganzen Kleinen hier hin, hm? Sonst geht's da gut, ja. Sind denn die Hundis? Radkinder haben wir doch nicht anlohnen ohne Hundis, ne? Nutzt jetzt hier den Kindergarten. Ah, hier ist ein Hundi. Oh ja, jetzt, ja. Stehst du gut? Oh. Bin, dass du da gut stehst. Das ist aber schlecht drauf, hä? Ist das schlecht drauf? Er nickt nur hier. Jo. Jetzt zu den anderen zwei. Zwei Hündchen da. Die waren hier irgendwo. Ich höre sie.
Handy im Gebäude. Das wäre praktisch. Hier ist keiner. Die sind doch im Gebäude. Uiuiuiui. Wuffis sind böse. Böse Wuffis. Ja. So wird das doch nichts. Einer muss kaputt gehen gleich. Ja. Mal schön ruhig stehen bleiben, Wuffi. Gibt's schön Feldaufladung. Die sollen nur kommen, die Verstärkung. Den Nervsack, die machen wir direkt kaputt. Oh, hallo. Wie geht's so? Schwer nervig. Schildaufladung benutzen. Ja, da, sowas. Danke. Guten Tag. Geht's Ihnen so? Alles beim Alten? Alles gut soweit, ja? Wie das Schild ein bisschen aufgeladen ist. Ist es das? Ich glaube, es ist aufgeladen. So, wo ist denn der Kerl? Ja, da ist er doch. Die Mission da, also. Was soll ich da noch sagen? Die Wuffis sind wieder im Haus, ja? Ja. Ja. Von unten hier angesprungen.
ja, nice. Machen hier Trickschutz aus dem Gebäude raus, ja? Kriegst du auch noch. Hey. 6 von 8. Ich würde sagen, das muss man alles mal no-no angehen. Also so geht das schon mal nicht. Also hier die Demo fertig machen. Weg. Du wärst weg schon mal. So, du noch. Ja. Du kriegst auch noch. So, jetzt du. So, du musst mal ums Gebäude rumkommen. Ja, genau so. Mal eine Pause in den. Ja. Ja. So aggressiv. Machen wir mal, bis unser Schild ein bisschen auflädt. Ja, da kommt doch was.
Damit wäre das dann schon mal geklärt. Die Wuffis sind nochmal gut drauf hier. Letzten zwei Wuffis, komm! Ist schon mal weg. Noch ein Anna to go. Oh, Schluss jetzt hier. Können wir auch das Rätsel lösen. Energiebericht, elektromagnetische Spuren fallen, Energie akzeptabel, Stufen hoch. Oh, wow. Wir haben ein Produktrezept gelernt. Die wir jetzt aber nicht mehr hin. Müssen ja noch ein bisschen. Was ist hier? Ein Holo-Terminus. Dann sollten wir doch ein Bild machen, ne? Protokoll. Finde das sichere Depot. Ah, okay, okay. Ich habe gedacht, ich soll einen Nexus. Ah, okay. Das können wir natürlich auch tun. So unschön die Aussicht hier, ne?
Da, Bruno. Kommt irgendwas Tolles angeflogen? Seejäger. Ein B-Jäger. C-Jäger, C-Shuttle, C-Jäger. Ein B-Shuttle. Kehre in den Nexus zurück. Jawohl, ja. Dinger 82, ey, wie ich die wieder wach gehen. Mission abschließen. Da haben wir 250 Quecksilber und Warp Hypercarn bekommen. Muss ich mal gucken, was wir hier da mal kaufen können. Ich kann doch. Nee. Man, immer noch zu wenig. Oh, schade. Quassel mal noch kurz mit Helios. Hey! Komm, Helios, komm! Hey! 130 noch nicht. Sag mal, Ares, du siehst irgendwie anders aus wie sonst. Kann es denn, dass du einen anderen Kopf bekommen hast? Jetzt noch 50 Quecksilber zu wenig, ja. Oh Mann. Der Joker verschenkt hier anscheinend alles. Oh, unser Exo-Anzug ist dann damit voll ausgebaut. Gerätstab in den. Und das. Und das auch. Killer hier, Joker. Er transferiert hier mal alles. Was hast du da für einen Helm? Okay. So, was hätten wir dann hier noch? Wahrscheinlich Kennmissionen mehr, ne? Oh, Kenne für Quecksilber. Da muss man ein anderes Mal wiederkommen. Gut. Dann speichere ich jetzt. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rudolf.